Tage des Schweigens sind jetzt abgelaufen. Zum ersten Mal nimmt Christoph Blocher Stellung zu der Affäre Hildebrand. Ist der Vizepräsident von der SVP Schweiz wirklich nur der Briefträger gewesen? Wie ist seine Rolle auch juristisch zu werten? Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich live zum Tag täglich. Unsere Sendung kommt direkt aus Bad Horn am Bodensee. Herr Blocher, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Exklusivinterview. Ja, wie würden Sie Ihre Rolle in dieser Affäre definieren? Die Weltwoche bezeichnet Sie als Briefträger. Das ist schon ein bisschen unter Ihrer Würde als ehemaliger Bundesrat, wenn Sie jetzt ein Postbeamter werden. Das ist in dieser Situation eigentlich nicht falsch. Ich bin der Briefträger. Der Briefträger kann ja auch wichtig sein, dass eine Botschaft an den richtigen Ort kommt. Ich habe den Bundesrat als Aufsichtsbehörde der Nationalbank orientiert, und zwar die Bundespräsidentin selber. Ich sei zur Überzeugung gekommen, dass die leitenden Angestellten der Nationalbank, insbesondere der Hildebrand, wahres Geschäft machen. Und das sei so ein unglaublicher Vorwurf. Der Bundesrat müsse das abklären und handeln. Ich sage ihr, warum ich glaube, das sei so. Aber Sie sind der ehemalige Justizminister von diesem Land. Herr Blocher, die Basis war Material, das entwendet wurde aus der Bank Sarasin. Hat da im Jurist Blocher nicht alle Alarmglocken anfangen zu läuten und er hat gesagt, mit dem wollte ich nichts zu tun haben? Also erstens weiss ich nicht, ob das entwendete Unterlagen sind. Ich weiss von einer Bank Sarasin, den Namen weiss ich jetzt, seit sie in der Presse bekannt worden ist. Ich habe nicht gewusst, bei welcher Bank der Hildebrand was macht. Ich sage Ihnen, wie das gegangen ist. Ja, da kommen ich wir später dazu. Nein, ich sage nein. Sie können nicht Fragen stellen und mich dann nicht beantworten lassen. Sie können das ausführlich beantworten. Ich würde nur noch geschwind beim gestohlenen Material bleiben. Sie wissen da heute Abend, dass das Material entwendet worden ist. Nein. Was sagen Sie denn jetzt? Nein, das weiss ich nicht. Jawohl, der Herr Hildebrand hat das heute ganz klar gesagt. Ja, der Herr Hildebrand hat so viel gesagt. Ich bin nicht auf den Herrn Hildebrand angewiesen. Ich habe auch nichts zu tun mit dem Herrn Hildebrand. Ich muss Ihnen sagen, ich bin im Laufe des November von mehreren Seiten oberflächlich orientiert worden, dass man in der Nationalbank die leitenden Leute ein faires Geschäft machen können. Und das habe ich so ungeheuerlich gefunden, dass ich gesagt habe, das kann gar nicht stimmen. Man muss ja sehen, das Direktorium der Nationalbank, das bestimmt in der Schweiz,